Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünsche ich euch allen. Und heute bringe ich etwas Licht, und zwar mit einer neuen Taschenlampe. Momentan in meinem oder täglich dabei im EDC hatte ich die Warrior, die M2R von Olight dabei. Habe ich ihr auch schon mal gezeigt. Eigentlich recht gut. Ja, Strobo-Modus auf dem hinteren Knopf. Finde ich gut. Von der Lichtausbeute her. Moment. So. Machen wir mal so. Also von der Lichtausbeute her, die verschiedenen Modi, war schon, da ist schon nicht schlecht. Aber jetzt habe ich mir die Clarus XT1A zugelegt. War nämlich der Tipp aus dem Tactical Gear. Oder, Moment, welche Zeitschrift war es? Ich glaube, es war die neue Tactical Gear oder die Survival. Egal. Jedenfalls, da drin war der Test und die Clarus XT1A hatte da auch sehr, 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 sehr gut abgeschnitten. Und deswegen wollte ich die jetzt mal antesten. So, zum Lieferumfang haben wir ein Ladekabel, eine Handschlaufe, jawohl, Packung und natürlich die Lampe an sich. So, jetzt mache ich aber mal. So, genau. Und die Lampe an sich. So sieht das Teil aus. Ich sage jetzt mal im Gegensatz zu der Warrior ein ganzes Stück kleiner. Eine Lichtleistung von maximal 1000 Lumen. Akku ist dabei und hat hinten diesen taktischen Schalter. Das heißt, wenn ich den drücke, bin ich direkt im Strobo-Modus, der auch wesentlich schneller ist wie bei der Warrior. Also flasht einen so richtig weg. Batteriestandsanzeige haben wir hier. Und mit diesem taktischen Schalter, den wir auch für das Strobo benutzen, können wir auch zwischen den verschiedenen Stufen hin und her schalten. So. Also, wir haben eine maximale. Ah, Dichtungsring ist natürlich auch noch dabei. Und was ich vergessen habe, ganz vergessen habe. Ein kleiner Werbeprospekt und eine Anleitung. Auf Chinesisch und auf Englisch. So, also zurück zur Lampe. Wir haben den einen Ausschalter und den taktischen Schalter. So, wir haben eine Laufzeit maximal auf der kleinsten Stufe und da wären wir bei 5 Lumen. 5 Lumen. So, machen wir noch ein bisschen. Schwächen wir das Ganze mal etwas ab. So. Also, das wären die 5 Lumen. Also ich würde sagen, im Dunkeln immer noch ausreichend, ja, um den Osterhasen zu sehen. Genau. 5 Lumen, 37 Stunden Laufzeit. Dann haben wir die nächste Stufe. Das ist schon wesentlich besser. 80 Lumen. Dann sind wir bei 4,5 Stunden Laufzeit. Und bei 1000 Lumen wären wir bei einer Stunde Laufzeit. So, wie gesagt, auch während ich oder wenn ich die Lampe anhab und dann zusätzlich den taktischen Schalter gedrückt halte, geht direkt in den Strobo-Modus über. Und wenn man den länger wie 3 Sekunden hält, bleibt er auch in diesem Strobo-Modus. Was soll ich großartig sagen? Die XT1A, ein robustes Teil, IPX8, ja, also wasserresistent mit IPX8 und eine maximale Leuchtweite von 180 Metern. Etwas kleiner, etwas kompakter, wie gesagt, wie die Warrior. Ich werde sie jetzt erstmal mal antragen, werde mir das Ganze mal anschauen
Aber schönes Lämmchen, nicht Lämmchen, sondern Lämpchen, ja. Und dann würde ich sagen, Lampenvideo check und wir sehen uns nach den Feiertagen wieder. Ciao. PS, was vergessen. So, das Aufladen. Normalerweise sucht man ja dann, sage ich mal, nach einer Ladebuchse oder irgendwas an der Taschenlampe selber. Haben wir hier bei der XTA1A leider nicht, sondern man lädt direkt am Akku. So. Und zwar haben wir hier ein 800 mAh 3,7 Volt Akku. Und da befindet sich die Ladebuchse. So, und wenn man das Ganze dann anschließt, hat man hier auch, man sieht, eine Ladestandsanzeige oben im Akku drin. Jetzt rot, das heißt, braucht noch ein bisschen, wechselt dann zu grün und dann ist das Teilchen geladen. Nicht ganz, ich weiß nicht, oder habe ich bei keiner anderen Lampe. Ich habe auch noch keinen von diesen Akkus, die jetzt hier am Akku selber aufgeladen werden, sondern normalerweise immer diese, ne, Standard-Akkus, größere, kleinere. Jo. Jetzt ist das mal der erste von dieser Sorte. Werden sehen oder werden testen, wie lange es geht oder wie lange es hält. In diesem Sinne, euch allen frohes Fest, wie gesagt, und bis die Tage. Ciao.